just wants to get past his teammates. He's got a puncture. They made contact. Sorry. Puncture. My God, put that aside. And foul. I have to say, that is racing. And proper racing, and we want to see teammates go for it as well. And occasionally that happens. Safety car's been deployed. Jetzt geht es los. Wir sind die Startampeln. Und es geht los. Hofi, dann kommt da gut weg. Oh, Luca Toni, der ist fast stehen geblieben. Wigmund auf 2, Splack auf 3. Ja. Oh, und da war Wigmund, der ist irgendwie weit rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es eine Kollision gab mit Splack. Ich hoffe nicht. Hofi dann ist auf, weiterhin auf 1, der hat einen sehr guten Start gehabt. Ist schon 6 Zehntel vor seinen Teamkollegen. Wigmund auf 2, dahinter Splack. Luca Toni auf 5 schon zurückgefallen. Ne, 4. Ist ja gerade im Fight mit Jason. Sah aber alles gut, schön fair aus. War sehr gut gehandelt von beiden Fahrern. Cobretti hatte wirklich einen bombastischen Start. Der ist so 3 Plätze nach vorne direkt. Und Franco Glover ist auch wieder auf den 8. Platz zurück. Oh, und er drückt den Pascal Vettel da wirklich böse raus. Also ich hoffe mal, die beiden haben sich da nicht was getan. So, Luca Toni und Jason sind hier. Luca Toni auf 5, Jason auf 4. Luca Toni geht da in rein und überholt ihn jetzt. Ja, Jason kämpft zurück, ein bisschen neben der Strecke. Der arme Poller. Hier nochmal die Strategie, wenn man auf den Mediums gestartet ist. Medium, Medium, Soft. Das sieht ganz okay aus, glaube ich. Da versucht das lieber nicht, der Luca Toni. So, er hatte wirklich einen sehr, sehr schlechten Start, der Luca Toni. So, 3 Plätze leider nach hinten gefallen. Das hat er sich nicht so erhofft. So, aber Kasi will zurückkämpfen. Pascal Vettel finde die Bremse nicht ganz richtig und ich sehe auch gerade, dass er gerade rechts Flügelschaden hat. Oh, und Kasi fährt hinten rauf. Er hat aber noch keinen Schaden. Nee, sieht nicht so aus. Oh, Pascal Vettel hat eine Strafe bekommen. Ja, der Flügelschaden. Sehr, sehr ungünstig jetzt. Kasi verbremst sich da vorne. Luca Toni ist jetzt wieder an Jason dran. Aber kommt dann nicht ganz vorbei. Oh. Oh, und Pascal Vettel ist raus. Aus C. So, und Splack. Der sieht nicht so stark aus gerade auf der Strecke. Der muss sich erstmal, glaube ich, zusammenfinden. Also hinter mir ist jetzt gleich schon fast der Jason. Zusammen mit Luca Toni. Einziger Vorteil ist natürlich, er ist auf den Mediums unterwegs. Das heißt, er kann länger fahren als Hofi dann draußen. Oh, und da haben ordentlich viele Leute eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Das ist sehr stabil die Kurve gekommen. Jason verteidigt, versucht irgendwie außenrum zu verteidigen. Na, Luca Toni drückt ihn ein bisschen nach draußen. Da ist er vorbei. Also wenn Hofi dann hier tatsächlich Weltmeister wird, dann wird das ein Abschied im Nico Rosberg-Style. Denn die beiden Alpha Tauri Boys, Hofi dann und Wigmund, die werden ab nächster Saison im PC-Bereich weiterfahren. Oh! Da hat er sich weggedreht. Ich hoffe, der hat da keinen Schaden. Ah doch, da sieht man schon den Flügel liegen. Ah, das war unglücklich. Das war sehr unglücklich.
Das ist wichtig. Spleck und Wegmarsch. Spleck will hier unbedingt vorbei nach vorne kommen. Der will hier jetzt mit seinen Mediums profitieren. So, 4 Zehntel Abstand ist noch. Ja, jetzt 5. Jetzt auf der geraden Strecke in der DRS und kann das wohl machen. Jetzt Overtake an oder DRS. Los, Black versucht zu verteidigen. In. Aber Luca Toni geht da gut vorbei. Und Black ist wieder auf Platz 4. Profi dann geht an Kasi vorbei. Jawohl. Kasi versucht zurückzukämpfen, aber ist einfach langsamer. Auf den alten Mediums. 15 Runden alt sind sie schon. Da kann er nichts machen gegen die eine Runde alten von Hofi dann. Da macht er nichts. Ja, geht mal den Hofi, dann bremst er ein bisschen ab. Luca Toni ist nur noch 4 Sekunden hinter denen. Weiß nicht, ob das für die gefährlich werden kann. Also die beiden hier, die holen gut auf. Und das wird sehr interessant hier dann. So, Wegmann hatte nicht den optimalen Exit aus der Kurve. Luca Toni ist da 13 hinter ihm. Der ist an Overtake an und Wegmann hat auch DRS, aber jetzt sieht man richtig Luca Toni, wenn er mal aufs Gas geht. Mit DRS und alles. Wegmann versucht ihn zu verteidigen. Ja, aber vielleicht kann Luca Toni ihn da überholen gleich. In. Nee, nix. Aber Hofi dann hat auch einen Fehler gemacht. Also die beiden sind wieder ganz dicht eng aneinander. Oh, und Splack ist rausgeflogen. Und Cortega ist raus. Ah, Cortega hat in der Boxengasse aufgegeben. Okay, verstehe nicht ganz warum, er war Siebter. Er hätte 6 Punkte geholt. Die hätten ihm auf jeden Fall geholfen. In der Tabelle. Ich weiß nicht, ob da noch ein paar Plätze nach vorne gekommen wäre, aber mit Sicherheit. Aber gut, wenn er meint. Vielleicht hat er ja auch irgendwas. So, im Wegmann geht jetzt wieder an Hofi dann vorbei. Oder hat er ihn da vorbeigelassen? Ich glaube nämlich, der hat ihn da vorbeigelassen. Der hat schon sehr viel Platz gelassen auf der rechten Seite. So, und Wegmann ist jetzt in der Box. Bin gespannt, welche Reifen er sich holt. Ja, es sind Mediums, genau. Bis zum Ende. So, und jetzt geht Hofi dann rein. Nochmal Mediums für Hofi dann. Auch bis zum Ende höchstwahrscheinlich. So, Wegmann ist jetzt auch schon der Frankfurt-Driver. Oh, da macht er weiter. Da geht er jetzt in rein. Da ist er vor ihm. Oh, war das der Flügel? Da kam es zur Berührung. Sie sieht so aus, als wäre er in der Ecke abgebrochen. Ich sehe das gerade nicht ganz. Ja, der Flügel ist komplett. Da ist nichts los bei Wegmann. Aber trotzdem auf jeden Fall ein Schreckmoment für ihn. Und ich glaube auch, das ist... Ich glaube, ich habe auch recht, wenn ich sage, dass Frankfurt da komplette Schuld hat, da, wenn da was passiert wäre, hätte er einfach keinen Platz gelassen. So hart, wie es klingt. Hofi dann ist jetzt hier in der Frankfurt-Driver. Also Wegmann und Hofi da an, die sind wirklich... Die sind echt miteinander verkettet, so wie es aussieht. Also die sind hier echt immer zusammen unterwegs auf der Strecke. Meistens findet man die dann auf P1 und P2, je nachdem, so zweit. Die sind immer enger für Splack. Splack muss da echt Gas geben vorne. Und somit ist Hofi dann auch schon vorbei an Frankfurt Driver. Und weiter geht's nach vorne, wieder Richtung Spitze. Wegmann führt an. Der Hintergrund ruft dann direkt 1,5 Sekunden hinter ihm. Kasi jetzt dran und... Ja, da ist er vorbei. Jetzt Kasi ist erstmal Erster. Er hat schon 10 Plätze aufgeholt. 11 gestartet, ist aber 1. Krass.
beide Reifen blockiert. Von vorne rechts von Kasich und Hofi dann. Aber Kasich hat sich da ein bisschen erschreckt, dass da. Oh, und jetzt kommt das Manöver, oder? Nee? Nee, nee. Er lässt es. Okay. Oh, geht da Kasich rein? Nee. Nächste Zone macht das dann. Nächste DRS macht das. Oh, 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 das wird sehr knapp hier noch. Oh. Ich weiß nicht, ob es rausgegangen ist, aber ich würde Kasich sagen. Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Power Chris. Vessel ist noch raus. In der letzten Runde. Boah, ist das unglücklich. Auf den siebten Platz. Man hätte nochmal. Siebte Platz sind 6 Punkte, glaube ich, ne? Ja. So, jetzt aber. Also, Wegbart gewinnt das hier. Aber sein Teamkollege Hofi dann wird Weltmeister. Kasich auf 3. So. Hier unsere Weltmeister. Wegbart hat das Rennen gewonnen. Hofi dann Fahrer-Weltmeister. Und natürlich AlphaTauri, unser Turn-Meister. Glückwunsch.